Zurück bei Mario & Rabbids Kingdom Battle. Fehlt uns jetzt noch eine Kiste. Und eine Prüfung. Das ist wahrscheinlich die Prüfung Nummer 6, die mir da fehlt. Und natürlich eine Kiste, die wahrscheinlich dann in der Nähe von der Prüfung 6 sein wird. Aber ich mal wieder, wie auch in Welt 1, nicht finde. Ist jetzt nicht gerade sehr günstig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es doch hier in der linken Richtung sein könnte. Jedenfalls, was die Prüfung angeht, was die Kiste angeht. Aber ich habe auch nochmal ein paar Stunden damit verbracht, jetzt in der ersten Welt die Kiste zu finden. Und ich habe sie immer noch nicht gefunden. Ich hatte auch die Hoffnung, dass ich kurz vorher noch mit jemandem im Discord sprechen könnte, aber derjenige war dann nicht vor Ort. Also ich habe ihn auch jetzt nicht angeschrieben oder sowas, ne? Aber er war halt nicht da und dann dachte ich mir, gut, wenn er jetzt mal nicht online ist oder gerade nicht aktiv ist, dann nerv ich ihn auch mal nicht mit meiner Fragestellerei. Also gehen wir jetzt hier nochmal lang und gucken jetzt hier echt nach diesen Toads. Gratis Klingenmark. Ja, oder nach diesen Rabbit Toads, muss man ja schon fast sagen. So, hier haben wir jetzt erstmal nichts. Er könnte ja irgendwo sich sogar hier verstecken. Aber aktuell sehe ich ihn hier zum Beispiel nicht. Da oben sehe ich nur ein Rabbit in a Bottle. I'm a rabbit in a bottle, baby. Für eine Spezies, die sich so gerne versteckt, wie die Rabbits, sind sie nicht gerade gut darin. Yep. Gut, also hier hatten wir auch schon. Das ist also irgendwo hier. Muss die Prüfung Nummer 6 sein. Die ich ganz gekonnt irgendwie anscheinend ignoriert habe, übersehen habe. Keine Ahnung. Bisher noch unerklärlich. Da sind Münzen. Jetzt darf ich drehen, ne? Gut. Da werde ich dann darüber geschossen. Weiter auch nichts. Hier auch nicht. Okay, gut, dann kommen wir hier hin. Und jetzt heißt es, ist hier irgendwo ein Toad, den ich übersehen habe. Und nein, ich sehe hier keinen Toad. Also ich kann auch keinen übersehen haben. Aber alles, was hier nachkommt, ist ja dann wieder der Ursprung. Als ob hier wirklich nichts wäre. Oder ich hier wirklich irgendwo einen Geheimgang übersehen habe. Eine wirklich gute, sehr gute Frage. Ich denke mal, ihr könnt mir zustimmen, dass sich hier jetzt nichts befunden hat. Ich habe jeden einzelnen Weg abgehemmt. Mal wieder eine Suchfolge. Ohne Erfolg. Okay, wir gehen also jetzt nochmal hier lang. Ich kann nichts kaputt machen. Hier hinter komme ich nicht. Hier kann ich nur drehen. Oben lang war ich schon. Hier ist keine Röhre. Also nochmal die andere Seite testen. Da ist die eine Röhre. Womit ich, glaube ich, dahinter kam, ne? Die mich hierhin führte. Bei der Kiste hier raus. Und mehr war hier jetzt nicht, ne? Nee.
Okay. Wie gesagt, ich gehe nochmal alles komplett durch. Dass wir komplett safe sind. Ja, das darf man jetzt nicht vergessen. Und während ich übrigens diese 2 Stunden das getestet habe zu finden. Achso, erst das. Hatten wir schon. Während ich das diese 2-3 Stunden getestet habe, sind trotz alledem weiterhin die Fehler aufgetreten, wo ich auch schon mit Avamedia in Kontakt getreten bin. Und ja, bisher noch keine weitere Rückmeldung habe. Außer einen Test, den ich mal abschicken sollte. Meine Hardware-Spezifikation und so weiter und so weiter und so fort. Das sieht halt eigentlich alles sauber aus, bis auf die Tatsache, dass halt die Capture-Unit ab und zu mal wirklich diese Standbilder hat. Die sie sich allerdings auch nicht erklären können. Man hat mir erstmal geraten, ich soll auf 720p runtergehen. Gut, hat nichts gebracht. Von dem her, tut mir leid, Avamedia. Mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Das war die Prüfung super schwer. Geradeaus. Das heißt, sie muss irgendwo hier sein, weil 1 und 2. Das heißt, hier habe ich irgendwo die Prüfung Nummer 6 übersehen. Und da, wo ich die Prüfung Nummer 6 übersehen habe, habe ich höchstwahrscheinlich auch die Kiste übersehen. Werde ich natürlich dann erst erfahren. Achso. Anders kann ich es mir halt gerade nicht erklären. Sorry. Tut mir leid. Also, ne? Diese Prüfungen sind echt. Oh, Münzies. Da war ich, glaube ich, schon. Na, nee, halt. Ich gehe nochmal sicher. Ah, genau. Das war das, wo ich darüber geschossen werde. Auf die andere Seite. Und da dann rauskomme. Ja, gut. Das war der Film. Der Weg war umsonst. Oder der Schuss war umsonst. Wie auch immer. Hier hinten ist dann der Schalter zum Aktivieren. Den hatte ich auch. Hier kann ich auch nicht drehen oder so. Nee. Mann, dabei sind die Prüfungen selbst auf super schwer nicht ganz so schwer, wie jetzt eigentlich gedacht. Bisher. So. Ein Buhu. Dem kommen wir nicht vorbei. Hier die Kiste habe ich. Das ist der normale Weg. Hm. Gut, dann. Ja. Gehen wir den normalen Weg weiter. Wir müssen jetzt hier alles genau auf den Kopf stellen. Bis ins kleinste Detail. Das fängt hier an mit... Wir gucken mal in den Brunnen. Kleiner Scherz. Eine Geistergitarre. Nicht schlimm, solange sie keine gruselige Musik spielt. Ja. Toll. Das interessiert mich hier, Geistergitarren. Hier komme ich nicht lang. Hier hinter ist nichts versteckt. Hier hinter irgendwas versteckt. Nein. Ich glaube, hier hatten wir. Genau. Da kommen wir dann da raus. Wunderbar. 2, das müsste Prüfung Nummer 3 sein. Prüfung Nummer 3, okay. Gehen hier alles einmal drumherum lang. Die Röhre geht da lang, du gehst da rüber, du gehst da runter. Ach, das sind hier die ganzen Prüfungen. Und du gehst da lang. Okay. Das waren hier sogar meine Lieblingsprüfungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren richtig cool. Also hier muss ich irgendwas übersehen haben.
Da komme ich dahin. Da werde ich woanders hingeschossen. Das will ich ja nicht. Hm. Hier kann ich nichts machen. Hier leuchtet es nur schön. Und das kann ich auch nicht bewegen, ne? Nein. So. Kann ich hier was machen, außer die Vögel mir angucken? Nee. Auch nicht. Dann kommen wir jetzt hier hin. Hier haben wir jetzt schön das Rätsel hier. Habe ich hier vielleicht irgendwo eine klitze kleine Kiste übersehen? Ich glaube es ja fast nicht, aber hier kann ich nichts zerstören. Da oben könnte ich höchstens was zerstören. Die Frage ist, will ich da denn überhaupt hin? Hier komme ich nur außen rum, ne? Komme ich denn da hoch? Muss ich denn da hoch? Theoretisch nicht. Da komme ich dahin und da komme ich dorthin. Hier drunter ist nichts zum Zerstören. Nee. So, das wurde geöffnet. Hier hatten wir. Dort kann ich nicht lang. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch wieder ganz normal weiter. Prüfung 3 und 4 haben wir jetzt bereits. Kommt jetzt Blitz und Donner. Aber auch hier ist jetzt gerade aktuell nichts zu finden. Ach, guck hier an. Da ist die letzte Uhr. Eiszapfen-Golems Melodei. Wohin schießt du mich? Sechsten Prüfung? Alter, jetzt ernsthaft? Oh, Prüfung 4. Mann, jetzt muss ich den Weg schon wieder laufen. Gut, jetzt haben wir alle Kisten. Jetzt fehlt mir nur noch die Prüfung. Das ist schon mal super. Jetzt fehlt mir nur noch die Prüfung. Oh. Jetzt hier einfach quer durch. Halt, da muss ich doch hin. Gut. Da. Jetzt müssen wir nur noch die Prüfung finden. Und die muss sich hier befinden. Also irgendwo hier in diesem ganzen Hin und Her. Haben wir da die Prüfung Nummer 5, glaube ich, ist das. Das ist die Prüfung Nummer 5. Wo ist die Prüfung Nummer 6? Die habe ich sehr offensichtlich anscheinend übersehen. Verdammt! Ich habe mir nichts zu sagen. Gibt es einen Pilz? Da muss irgendwo doch jemand die Prüfung Nummer 6 kommen. Hm. Hä? Dann habe ich echt bei den anderen einen übersehen? Ernsthaft? Ah, verdammt, ich war ja bei der Prüfung Nummer 10. Oh, und ich bin zurückgegangen, ich Idiot. Klar. Leute, schlagt mich dafür. Ich bin zurückgegangen, weil ich die Kiste nicht finden konnte. Und mich das im ersten Part nochmal geärgert hatte. Also in dem ersten Welt. Deswegen habe ich gesagt, gut, jetzt gehst du erstmal zurück. Oh. Dumm, dümmer Trollplay. Könnt ihr ruhig mal, ne? Hashtag dumm, dümmer Trollplay. Bin ich voll dafür. Das tut doch weh. Gebe ich ganz ehrlich zu.
Jetzt muss ich bis hinten wieder hinlaufen, ne? Brr. Echt ärgerlich. Aber gut, jetzt zeige ich jedenfalls alle Kisten. Punkt. Ich kann ja auch keine Abkürzung nehmen. Aber egal, die Münzen nehmen wir trotzdem mit. Ich glaube, grün war nämlich hier der richtige. Irgendwann braucht er gar nicht viel drehen. Ja, gut, das ist nervig, weil ich hier... Egal von welcher Seite immer durch zwei Röhren durch musste. Ne, musste ich nicht. Okay, gut. Ah, ne, hier war es nerviger. Hier durch 5000 Röhren. Hier nicht los. Ziehe nicht 5000 Goldmünzen ein. So. Wunderbar. Prüfung 10 fehlte mir, klar. Ich könnte mich dafür gerade echt selber richtig derbe in den Hintern treten. Aber egal, ich spiele das Spiel halt auch gerne. Ich versuche alles echt zu entdecken, aber das mit der Welt 1 ist mir echt... Keine Ahnung, ob ich da irgend so eine gewisse Blindheit entwickelt habe. Die ich mir einfach nicht erklären kann, weil... Roleplay... Halt da oben lang. Ja, spuck ruhig. Genau, den hatte ich auch. Fand ich auch ganz geil, die Prüfung. So, wo war die letzte Prüfung? Die 10. Die kam jetzt, glaube ich, erst... Haben, glaube ich, hier oben. Genau, da ist sie doch. Ach. Die Prüfung Nummer 10. Wunderbar. Ja, Leute, Dummheit muss bestraft werden. Züge-Limit. Eskortiere Toadette. Was? Moment. Ah ja, ist klar. Wenn ich sie da durchjage, kommt sie denen entgegen. Bräuchte also wirklich jemanden, der schnell nach vorne kommt. Und nicht jemand, der viel Schaden macht. Das heißt, wir kommen zur Creme de la Creme, was die Felder angeht. Luigi und der... Sechs Felder raus. Fünf Felder raus. Sechs Felder... Das ist wirklich jetzt die Frage. Kann ich Luigi da noch ein bisschen was skillen? Oh ja, kann ich. Ob ihr es glaubt oder nicht. Jawohl, und hier kann ich auch noch einen reinpacken. Genial. Bei ihm kann ich nichts mehr skillen. Bei ihm kann ich nur das Bläh skillen. Und dann dauert es wieder. Ja, gut, da muss ich jetzt erstmal. Kann sich da erstmal schön verstecken. So, jetzt Luigi. Wir erhöhen die Reichweite. Und fangen wir mal mit Mario an.
Wenn ich da durchgehe, komme ich bis dahin. Kann ich die da hinten angreifen? Die noch gar nicht. Boah, wie eklig. Gut, den kann ich schon mal weggruppen. Ich könnte mich da platzieren. Mache ich jetzt einfach mal so. So, jetzt gehen wir dann mit Rabbit Mario an die Start, an den Start. Der könnte bis dahin, das bringt mich aber nicht weiter. Der kommt da nicht rüber? Ernsthaft jetzt nicht? Ist ein Witz, ne? Das ist ja doof. Dann machen wir dich jetzt erstmal platt. So, tschüss. Gehen auf Nummer sicher. Wäre das hier sogar eine Abkürzung? Ah, ich glaube nicht wirklich, ne? Mit Glück funktioniert es. Auch eine ganz schöne Strecke, ne? Wie weit kann denn Luigi mit dem Sprung machen? Das sind wie viele Felder? Eins. Wie weit kann er springen? Acht Felder. Gut, es könnte hinkommen, ne? Platzieren wir dich da. Laden. Euch da mal ein bisschen näher zu kommen. Schlagen jetzt einfach mal so zu. Haben wir die Jungs erstmal weg. So, jetzt muss ich mit Luigi. Doppelsprung wäre mir natürlich lieber gewesen, aber egal. Aber ja, er kommt darüber. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Okay. Bis wohin sehe ich? Dahin sehe ich nicht. Würde aus der Theorie herreichen, aber nein. Ja, die kommen jetzt da in die Nähe, ne? Ah, ich glaube, das geht jetzt total in die Hose. Okay, die treffen nicht. Du triffst auch nicht. Jetzt kommt er von hinten. Und spätestens jetzt... Oh nein. Das ist jetzt ganz uncool. Platziere ich mich da. Gut. Da platzieren, ganz wichtig. Okay, an die komme ich nicht ran. Hier komme ich später. Komme ich mit dir jetzt hier noch weiter? Dem komme ich da rüber. Gehen wir sogar dahin. Okay, kein Problem. Machen wir. Jetzt kommt Luigi. Und Luigi kann ja nicht außenrum. Verdammt. Nein, es reicht nicht. Oh, verdammt.
Okay, sobald der eine sich bewegt, habe ich ihn. Okay. Sobald du dich bewegst, bist du dran. Das aktivieren wir. Er kann nichts machen. Kann sich nur runter bewegen. Und das entsprechend da vorne hin. Weil dann dürfte mir eigentlich nichts passieren, weil er mich nicht sieht. Okay, wir probieren es einfach. Ich habe keine andere Möglichkeit. Oh nein, da kommt ja noch einer raus. Okay, das ist mir egal. Verkrümelst dich eh. Danke. Danke, Luigi. Und du hast, glaube ich, sogar dreimal, ne? Das heißt, wenn der nächste jetzt runterkommt... Jawohl, Luigi. Und jetzt nochmal kritisch kommen. Ja, geil. Schönes Ding. Ah, schade. Nicht kritisch, aber er ist weg. Okay, Luigi. Du könntest jetzt da Rückendeckung geben. Das finde ich ist auch wichtig. Aber vorher... Mist. Gut, dann machen wir es doch auf die klassische Art. Wir müssen sie nämlich sehr weit nach vorne bringen. Und jetzt lass Toadette mal nach vorne stratzen, ja. Wow, nicht so viel. Platziere ich mich da? Warte mal, er kommt doch sogar noch weiter, ne? Er kommt doch auch darum, ne? Ja. Seht ihr mal, hä? Macht sogar Sinn, doch. Ja, eigentlich war es total dumm, aber egal. So, Mario, du stellst dich vor Toadette. Bringt das was? Hm, nicht wirklich. Außer, dass er uns zusammen erwischen kann. Da kommt auch noch einer, ne? Oh nein, und das sind... Oh, normale. 50. Okay, ist halb so schlimm. Hier, mit Tinte. Ihr Arschkrampen. Ich glaub's nicht. Ja gut, solange ihr ihn angreift, ist mir das egal. Oh, muss der ganz schön lange überlegen, hä? Oh ne, da kommt auch noch einer. Och, komm schon. Okay. Jetzt muss der Tro ganz gut überlegen. Hm. Wenn ich das jetzt mache, nee. Wenn ich das jetzt mache. Verdammt, erwische ich den. Der hat das Power-Up nicht geboostet. Das ist halb so schlimm. Wenn die zwei platt, wenn ich jetzt den weggruppen würde, würde das nicht funktionieren.
war den da? Das würde funktionieren. Und an dich komme ich nicht ran, aber ich könnte mich da hinstellen. Aber warte mal. Hihi. Vielleicht durch die Röhre komme ich doch noch ran. Ja gut, würde ich, aber das würde wirklich bei weitem gar nichts bringen. So, der schießt, war klar. Aber es interessiert mich nicht. Der schießt auch. Interessiert mich auch nicht. Genial. Ach, ich hätte den Bewegungsschaden reduzieren können, ne? So. Du rupst den da um. Okay, dann machen wir es anders, komm. Du rupst den da um. Hast einen Teamsprung. Dann nach hier oben. Damit bist du frei. Nein, aber... Rabbit Mario kann erstmal seine Deckung zerstören. Bingo. Und ich kann dir jetzt ganz schön eine verpassen. So, jetzt kann Toadette sich schon mal nach da vorne hin bewegen. Warte mal, was sind das? Oh, die werden hier ganz schön böse... zusetzen, ne? Kommen die da auch lang? Nein. Doof. Also muss ich jetzt doch da außen lang. Mann, ich bin jetzt erst im Zug 4. Bin guter Dinge. Mich jetzt hier hinstellen. Ja, das mache ich auch, komm. Bringt es nichts, da weit vorzurennen. Hau den da weg. Den aktivieren wir. Mario kann nur den Schaden erhöhen. Nö, das bringt nichts. Also die kommen raus, das war klar. Und wollen jetzt natürlich nach vorne laufen. Und damit kriege ich Nummer 1. Und das Kritisch ist noch besser. Jawohl. Und tschüss. Nö. Aber er möchte unbedingt kritisch treffen. Das heißt, der Nächste kriegt jetzt einen auf den Deckel. Gut, komm da raus, komm. Kriegst du noch einen. Nee, nicht? Nice. Oh, jetzt kommen sie darum raus. Sind das dafür welche? Was kommt da raus? Und wieder so welche. Oh, verdammt. Das heißt, dann machen wir das mal. Warte mal. Damit habe ich den weg. Das ist schon wieder für einer. Ach, ich krieg doch hier eine Krise. Ich würde mich wieder da oben platzieren. Ich mach's einfach mal. Leichtfüß, daher kann ich aktivieren. So, das heißt, mit ihm könnte ich, bis nach da hinten hin. Mit ihr komme ich. Komme ich bis an die Röhre ran?
Gehen wir bis an diese Röhre ran. Hier käme ich bis an diese Röhre ran. Ich bin bei beiden gleich weit. Ich stehe genau bei beiden schlecht. Ich gehe mit ihr jetzt in die volle Konfrontation. Beziehungsweise mit ihm hier. Kann mich eigentlich hier schon seitlich platzieren. Ja, ich muss die versuchen, auf mich zu lenken. Geht gar nicht anders. So, tschüss mit dir. So, mit dem da könnte ich ja rein theoretisch genau hier stehen bleiben. Geht aber nicht. Das heißt, mit dem stelle ich mich mal dahin. Sofern die da langkommen, muss ich das ja machen, ne? Geht nicht anders. So, der kommt raus. Die versuchen jetzt an mich ranzukommen. Sollte aber nicht reichen. Was zum Teufel? Der ernsthaft wollte es mir so leicht machen? Oh nein, nicht Luigi. Oh, verdammt. Danke, Mario. Goldener Treffer. Aber klar, dass zum Schluss da auch noch Gegner kommen. So, Mario könnte sich jetzt hier schön durchschummeln. Gehen wir fast an die ran. Bringt mich aber nicht weiter. Das heißt also, schummel mich hier hin. Lass mal gucken, wie weit kommt sie. Kommt genau bis dahin. Dass sie verstecken wir erstmal dahinter. Ein Heiler wäre nicht schlecht gewesen. So. Kann ich? Nein, kann ich nicht. War klar. Mit ihm komme ich bis da vorne hin. Was für Gegner? Das sind traurige Gehilfen. Verdammt, die heilen. Aber egal. Dann muss ich da halt das mal in Kauf nehmen. So. Kann sich Mario noch bewegen? Gehen wir hier hin. Und können sich sogar noch vor Toadette stellen. Ich stelle mich lieber genau vor den. Um ihn speziell abzulenken. Oh Mann, das werden immer lange Folgen in letzter Zeit. Jetzt kommen die raus. Ja, war klar, dass du jetzt rauskommst. So geil, dass die sich da platzieren in der Ecke. Schön, dass hier nochmal. Ja, geil. Warum nimmst du schon wieder Luigi? Lass doch mal der Luigi sein. Okay, verkrümel dich ruhig. Jo, kein Ding. Den heile ich sowas von schnell wieder hoch, den Typen. Nein, oder auch nicht. Meine Spezialfähigkeit deaktiviert. So, seine Stiefel sind wieder ready. Das heißt, ich bewege mich jetzt dahin. Zünde seine kleinen Stiefletten. Mach den erstmal platt.
Autsch. Oh. Oh. Das war Glück im Unglück. Ah, schade, es reicht nicht ganz. Eins. Zwei. Oh. Drei, komm. Wenn ich schon keine Spezialfähigkeit benutzen darf, dann nehmen wir doch den Hammer. Und heile mich damit ein bisschen hoch, oder? Bitte. Nein, oder auch nicht. Gut, hätte ich mich auch anders platzieren können. Verdammt. Egal, jetzt gehen wir mit ihr erstmal ganz kurz ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt kommt Mario nach vorne. Der kann jetzt auch mal ein bisschen wirken. Hm. Ach, da hinten komme ich nicht ran an die. Also ich schaff's in den Zügen. Das Problem ist bloß, ich glaube langsam, dass meine ganzen Leute hops gehen. Vampir, ernsthaft? Hat getroffen? Okay, nice job. Ernsthaft. Kannst du eh nicht treffen. Ach, der hält sich hoch. Und er verkrümelt sich. Ja, platziert euch alle da. Genau. Geile Sache. Oh yeah, Mario, komm. Gib ihm den Boost seines Lebens. Sorry, das muss ich jetzt aber genießen. Es geht nicht anders. Wie meint das jetzt am besten? Dann machen wir es so. Ja. Ja. Hab ich ihn, ne? Nehme ich den jetzt von euch allen? Wenn ich euch alle ranrufe, wäre auch geil. Aber dann... Ne, warte, wir schießen jetzt erstmal die da weg. So, und dann ziehen wir dich ran. So, dann könnte Mario rein theoretisch von da aus wirken, brauche aber nicht. Ich kann jetzt schön da durch. Kann da hin. Ja gut, das Ding ist... Der Drops ist so gut wie gelutscht. Muss Luigi nur noch... Na, da kannst du eh nichts machen. Das aktivieren wir mal, falls er sich bewegen sollte. Das wird er definitiv. So, Mario kann sich noch ein bisschen bewegen. Nehmen wir mal Mario als kleines Ablenkungsmanöver. So. Wird er jetzt sich drehen und den Rabbit Mario angreifen, oder? Ja, war klar. War dumm. Und der nächste. Und weg. Tja. Don't mess with my superheroes. Und damit haben wir es geschafft. Alle Herausforderungen in der Welt 3 geschafft. Alle Herausforderungen in der Welt 1 und 2. In der Welt 1 fehlt mir halt nur noch was anderes, aber... So, jetzt müsste ich ja alles geschafft haben. Das heißt, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.